Nach einer langen und ausgedehnten Suche war er endlich gefunden. Der schönste Weihnachtsbaum für den Kasseler Weihnachtsmarkt. Er steht bei Familie Weise in der Leuschner Straße in Kassel, denn sie haben den perfekten Baum in ihrem Garten stehen. Es galt nun, den Koloss von hier auf den Königsplatz zu transportieren. Zunächst einmal war es die Aufgabe von Kranfahrer Hans-Joachim Martens, mit seinem Fahrzeug in die enge Einfahrt hineinzukommen und einen festen Stand zu finden. Er sollte mit seinem Kran den Baum auf den schon bereitstehenden Holztransporter heben. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, wurde der Koloss mit einem schnellen Schnitt vom Garten der Familie Weise getrennt und konnte mit einem langen Schwenk durch die Luft auf den LKW abgelegt werden. Nun hatte das Baumfällerteam die Aufgabe, das Prachtstück auf dem LKW zu sichern. Beim Transport sollten möglichst keine Äste abgebrochen werden und aufgrund der Straßenbahnoberleitungen durfte eine Höhe von maximal 5 Metern nicht überschritten werden. Gegen 17 Uhr war das Gespann mit Fahrer Stefan Ebner fertig für die Reise, jedoch zunächst nur bis zum ehemaligen Kasernengelände in der Ludwig-Mohn-Straße, denn eine Fahrt zum Königsplatz konnte aus Sicherheitsgründen erst gegen 20 Uhr erfolgen. Nach dieser Zwangspause ging es dann zügig und ohne Zwischenfälle auf zum Königsplatz. Hier stand schon wieder der Kran bereit, um den Baum zu entladen und in die endgültige Position zu bringen. Nach gut einer Stunde war die Arbeit getan und der schönste Weihnachtsbaum Kassels hatte seine Reise zum Weihnachtsmarkt Kassel überstanden.